Hallo und herzlich willkommen im Car Range Einblick. Heute werfen wir einen Blick auf diesen 1963er Gas M21 Volga und wir schauen heute, wie viel Luxus in den Sowjets 60er Jahren möglich war. Das hier ist ein Gas M21 oder später auch Gas 21 Volga genannt. Den gab es von 1956 bis 1970. Und in dieser Zeit hat man wirklich viele Autos gebaut. Ca. 639.000 Stück. Manche auch in Teilen, die in anderen Ländern zusammengebaut wurden. Aber echt viele Autos. Ja, und wir schauen mal, warum? Was kann der denn eigentlich so? Erst beim Design, dann beim Inneren der Technik, fahren wir eine Runde und gucken, was es am Ende so als Score dafür gibt. Ja, und es gibt eine erste Serie, eine zweite Serie. Und ab 62 gab es so wie das im 63er die dritte Serie und wir haben mal ein ganz besonderes Exemplar, nämlich dritte Serie, was man auch schon am neueren Grill und sowas erkennt, in Kombination mit dem Hirsch. Und der macht schon einiges auch allgemein. Dieses Auto steht hier echt kräftig da. Das ist nämlich auch schon 1,80 Meter breit, was so ein bisschen nach, ja, mittlere Oberklasse bei uns heute klingt und ist vor allem auch ein langes Auto, aber dazu kommen wir gleich. Wir haben hier ja jede Menge Chrom und wenn wir... Das ist also kein Plastik, was irgendwie mal übergesprayt wurde, sondern alles, was hier nach Metall aussieht, ist auch Metall. Und da war es halt cool, wenn man schön große Scheinwerfer auf einer ordentlichen Höhe hat, damit man auch ein bisschen was sehen kann. Ganz vorne hier ist das Gas-Logo mit dem Hirsch Gas. Was sagt das eigentlich? Die Stadt Gorki. Ja, die gibt es nicht mehr, weil sie zwischen umbenannt wurde. Aber das sind quasi die Gorkier Automobilwerke. So wie es Bayerische Motorenwerke oder ähnliches gibt, ist das hier halt die Stadt Gorki mit dabei. Und die haben als Logo so einen wunderbaren Hirsch. Jeder kennt die Emily, den Jaguar. Andere haben halt, wie gesagt, eine Katze, die springt. Hier hat man sich für den Hirsch entschieden. Spannend ist nur, dass es quasi unmöglich ist, rauszufinden, warum eigentlich der Hirsch. Also wenn da jemand die Lösung hat, gerne. Ich konnte nur rausfinden lassen, dass seit 1949 der Hirsch verwendet wird und dass es in der Gegend um das ehemalige Gorki sehr viele Hirsche auf den Straßen gibt. Ist es wirklich so einfach? Ja, in dem Fall haben wir auf jeden Fall einen Volga. Es war auch ganz interessant, 1952 gab es zwei Designteams, die unterwegs waren. Die einen haben das Modell Star und das andere das Modell Volga entwickelt. Ja, und der Volga war der Designentwurf, der am Ende gewonnen hat. Und dieses Auto, das hat irgendwie so Einflüsse ja von diesen ganzen amerikanischen Straßenkreuzern der 50er so ein bisschen. Oder auch Opel Kapitän könnte man da drin sehen. Und man hat es damals tatsächlich so gemacht, dass man sich all diese Fahrzeuge organisiert hat, auseinandergebaut, analysiert, getestet, um mal halt dieses Fahrzeug zu entwickeln. Nur, dass das Design halt nicht so schnell weiterentwickelt wurde, wie vor allem das in den USA, wo es in den 60ern schon wieder eine ganz andere Optik als in den 50ern gab. Und so hat er diese, ja, Tim hat es quasi als Kuba-Optik beschrieben, dass es so ein bisschen diesen, ja, Havanna-Lebensstil rüberbringt. Und das hat man hier auch auf jeden Fall. Es gibt eine Standard- und eine Luxusversion. Die haben ein bisschen andere Ausstattung, aber sind auch schon optisch voneinander zu unterscheiden. Und hier sind wir ganz luxusmäßig. Das heißt, wir haben nicht nur den Hirsch, wir haben auch hier noch so silberne Finnen. Beim Vorgänger gab es diese Finne hinter dem Hirsch auch noch. Selbst hier die Wischerarme, das ist Metall und nicht irgendwie schwarzes Plastik oder so. Die Scheibenrahmen, hier haben wir Chrom, Chrom. Der Spiegel ist Chrom. Man hat hier unten nochmal diese Leiste. Das heißt, das zeigt sehr viel. Und dann dieser Weißwand-Look auf den Reifen, der sagt dann halt auch, wo man zu Hause ist. Hier vorne gibt es ein kleines Ausstellfenster. So was schauen wir uns dann beim Innenraum an. Eher das Thema Abmaße. Das heißt 4,77 Meter lang. Also das ist auch heute ja mittlere Oberklasse. Und da muss man sich nicht mit verstecken. Und ganz spannend ist, ja, viele von den 21ern wurden umgebaut. Von Serie 1 auf 2, 3 auf 2. In allen möglichen Konstellationen. Und sowas, woran man sie oft noch erkennen kann, ist das Dach. Denn hier hat sich ja diese ganze Windführung bzw. Wasserführung mit der Zeit verändert. Und die meisten, die was umgebaut haben, waren zu faul auch noch das Dach mit umzubauen. Insgesamt
auch so bei sowas wie den Türöffnern, bei solchen Elementen wie dem hier und dieser Führung, muss ich sagen, da haben wir viel so ja, Luft- und Weltraumeinflüsse. Man muss auch bedenken, was war das denn für eine Zeit? Alle sind so ja den Sternen gestrebt, Sputnik und Co. Und dann hat man hier auch so eine kleine Heckflosse. Und all diese ja, verschiedenen Anleihen, vor allem auch mit viel Metall. Da ist der Tankdeckel ja wahrscheinlich schon das Unauffälligste. Das Schöne ist, man kann hier durch die Öffnung durchgucken und ich kann schon den Boden sehen, aber nicht nur den, sondern man hat doch diese schönen Schmutzfänger. Und hier hinten auf dem Schmutzfänger haben wir wieder den Hirsch. Und ja, das ist Metall auf meinem Schmutzfänger, warum auch nicht. Und vorne steht nochmal in kyrillischen Buchstaben Wolga mit. Also sehr viel Liebe zum Detail und halt immer dran denken, alles was nach Metall aussieht, ist es auch, weil Gewicht damals noch nicht so wichtig war. Dazu kommen wir aber später. Auch hier hinten gibt es nochmal das schöne Gaslogo mit dem Hirsch, wobei das mehr wie so ein fliegender Adler, der seine Schwingen ausbreitet, aussieht. Und natürlich, um zulassungskonform zu sein, braucht man noch die ein oder andere Sonderleuchte und relativ mittig hier die, ich sage jetzt mal, Abgasanlage. So, wenn man dann einmal öffnet, dann findet man ja keine heutigen Angaben, wie viel Volumen das ist. Wenn ich aber schätze, das sind 400 und irgendwas Liter, da geht also gut was weg. Man hat auch eine verhältnismäßig niedrige Ladekante, das geht ganz gut. Also da kriegt man schon ordentlich was rein. Ist halt nicht sonderlich tief für die allersperrigsten Sachen, aber das passt. Und man hat sogar hier eine wirklich schöne Kennzeichenbeleuchtung mit unter dem Logo. Da muss ich sagen, das ist wirklich gelungen. Und zu ist in dem Fall wirklich zu. So, und dann schauen wir doch jetzt einmal hier in den Innenraum. Ja, das beeindruckendste Feature könnt ihr jetzt, in dem ich sitze, nicht mehr sehen. Denn ich habe hier vorne so einen kleinen Hebel an der Sitzbank. Das Scharnier ist natürlich aus Metall und das erlaubt es mir, diese komplette Fläche gerade hinzulegen. Und wenn man sich dann vorstellt, man hat also die vordere Sitzfläche, die Rückenlehne und dann diese Sitzfläche, das heißt, ich könnte mich ausstrecken und könnte im Auto einfach mal so ein kleines Nickerchen machen. Und das ist ein ganz besonderes Feature vom Wolga, in dem wir hier sind. Freiheit für den Kopf, jede Menge Stoff vom Himmel. Kennt ihr diese 90er-Jahre-Couches, die alle Großeltern damals hatten, die in irgendwelchen Möbelhäusern immer noch verkauft werden, aber ich weiß immer nicht, wer es kauft. Dieser Stoff ist genau das gleiche, fühlt sich also gut an, fühlt sich retro an. Hinten Kopfstützen, nein, ich habe eine relativ liegende Position, habe mehr als genug Platz nach vorne, wenn ich dann mal eine quarzen will. Das war damals üblich, dann habe ich auch hier meinen Weltraumlook Aschenbecher, wo ich einfach was reinbekomme. Die manuelle Klimaanlage befindet sich hier und dazu auch noch ein Türöffner. Ganz neckisch auch dieses Plastik, das hat so 60er Jahre Küchenmaschinen-Look. Das kennt man, das vergilbt immer so ein bisschen, fühlt sich aber verhältnismäßig, also man merkt, dass Plastik Jahrtausende braucht, um sich zu zersetzen, denn das fühlt sich immer noch ganz gut an. Und dieser mintfarbene Stoff in Kombination mit der Außenfarbe, mutig, finde ich aber gut. Einstiegsleiste, ja, das ist, die erfüllt ihre Funktion. Sie schützt das Fahrzeug selbst vor Schuhen und Menschen, die hier irgendetwas wollen. Dazu gibt es auch noch eine Innenraumleuchte, die man da hat. In dem Fall nachträglich noch ein bisschen Soundsystem. Und wenn die Fahrt mal ganz wild wird, das ist so ein bisschen wie wenn man auf einem Pony reiten will. Und ja, gut, dann hätten wir das hier mit dem Innenraum auch geklärt. Was ich auf jeden Fall jetzt schon sehen kann, ist nicht nur das Hirschlogo, sondern auch den Tacho. Und der Tacho hat damals wahrscheinlich alle fasziniert, die dieses Fahrzeug mal gesehen haben. Oder als Taxi mitfahren durften, denn Taxis und Behördenfahrzeuge waren so ziemlich die einzige Möglichkeit, in einem Gas 21 zu sitzen. Das eine war wahrscheinlich positiv, das andere negativ, wenn man drin saß. Aber ich würde sagen, wir springen mal vor und verdammt, selbst das Armaturenbrett hat diese Farbe. Das kann also durchaus lustig werden. So, da sind wir wieder in den wilden 50er, 60er Jahren. Vor allem deswegen wild. Hinten wird nicht nur geraucht, hier vorne wird sich auch nicht angeschnallt. Kopfstützen habe ich auch nicht. Lebenswahrscheinlichkeit bei einem Unfall sehr, sehr gering. Aber hey, man war wenigstens mit Stil unterwegs. Denn dieser Mint-Farbton zieht sich einmal komplett nach vorne. Das heißt, die Außenlackierung ist hier im Armaturenbrett überall mit aufgegriffen. Und dann das. Da kommt schon ganz viel Charme damit auf. Allein schon in der Kombination mit diesen Elfenbeintoren der verschiedenen Tasten und auch vom Lenkrad. Und dieses Lenkrad ist wirklich riesig. Warum hat man eigentlich so riesige Lenkräder gemacht? Naja, man kommt hier aus einer Zeit, ursprünglich im Automobil, wo es keine Servolenkung gab. Das heißt, je größer das Lenkrad ist, umso bessere Übersetzungschancen habe ich, ohne Popeye zu sein, irgendwo in eine Lücke rein oder raus zu rangieren. In dem Fall großes Auto, viel Gewicht, keine Servo. Also ist ein großes Lenkrad schon was Gutes, was ich haben möchte.
Da natürlich der Hirsch drauf. Und ganz interessant, dass ich hier dahinter diese einzelnen Verrohrungen quasi, ich habe auch noch eine Wagenfarbe, und gehen dann hier elfenbeinmäßig rein. So, und jetzt könnte man sich da denken, ja, ist ja super zum Füßeln, aber wie schaltest du eigentlich oder schaltet man nicht? Ist das ein Elektrowagen mit nur einem Gang? Naja. Ich kann hier schalten, habe jetzt kein Schema das abgebildet. Also klassischer Fall ja, von Lenkradschaltung, dazu noch ein Blinker, fertig, was ich da so an Multifunktion mit habe. Wirkliches Highlight damals, wenn man mit drin saß, ist dieser Tacho mit diesem Halbtransparenten. Das heißt, man hat hier hinten so eine Art grünes Glas und man hört schon, alles sieht grün aus. Man kann dann das Tempo ablesen mit dieser Nadel, die wie bei einer Küchenwaage sich irgendwo bewegt und mein Kilometerstand dahinter. Ich finde es sehr cool. Das hat auch so ein, ich weiß, wir sind in einem anderen jetzt, in so einem Retro-70er-Look mit diesem grün gefärbten. Da hat man auch so grün gefärbte Brillen und sowas, so wie man an meinem Hemd merkt. Fände sowas ziemlich cool. Na gut, auf jeden Fall drunter noch ein Ampere, werden mir gesagt. Also ich habe meine Spannung, ich habe meinen Tankfüllstand, ich habe meine Wassertemperatur und ich habe meinen Öldruck. Mein Russisch ist jetzt nicht sonderlich gut, aber einfach aufgrund der Skala erschließt sich mir das irgendwie. Und ich hoffe, dass es richtig ist. Mein Russisch ist auch hier nicht gut, aber ich habe nachgefragt. Das heißt, ich habe einmal das Thema Lüftung. Und ganz spannend da ist, wenn ich jetzt hier was bewege, ich weiß nicht, Tim, ob du das mit drauf kriegst. Kriegst du das hier vorne, das da hinter dem Scheibenwischer mit drauf? Nein, weil guck mal, wenn ich hier bewege, bewegt sich es da vorne. Das ist total abgefahren. Also wenn ihr das vorne auf der Motorhaube gesehen habt, diese Lüftung, meine Lüftung bedeutet wirklich, dass da vorne Luft rein und rauskommt. Dann habe ich da drunter meine Handbremse. Hier kann ich das Thema Heizung regeln und ich kann natürlich meine Motorhaube öffnen und ich habe auch eine Regelung für, dass ich die Luft vorne beim Motor, beim Kühler direkt schließe und öffne. Na klar, wenn ich jetzt bei sibirischen Verhältnissen unterwegs bin, dann will ich gar nicht, dass der Motor Luft bekommt, sondern ich will, also Luft zum Arbeiten schon, aber nicht Luft, um gekühlt zu werden, damit er irgendwie auch seine Betriebstemperatur erreicht. Dann habe ich auch noch 5 Pedale. Die meisten Menschen sind traurig, wenn sie nur 2 haben und das Kupplungspedal fehlt. Hier habe ich richtig ganze 5. Das heißt, ich habe Gas, ich habe Bremse, ich habe Kupplung, soweit so gut. Und dann habe ich noch 2. Ich habe einmal hier oben, da kann ich pumpen. Was pumpe ich denn? Meine Scheibenwischflüssigkeit pumpe ich mir auf die Scheibe. Und dann habe ich noch eins. Und das ist die 24-Stunden-Nordschleifen-Option vom Volga. Da kann ich nämlich einfach mal schnell Lichthupe geben. Nämlich hier mit meinem Zusatzpedal. Ist auch wichtig, dass das weit weg ist vom Bremspedal. Das heißt, ich kann voll auf dem Gas stehen und mit dem anderen Fuß kann ich Lichthupe geben. Autobahn Deluxe sollte man heutzutage wahrscheinlich in BMWs einbauen, so eine Funktion. Zündschloss ist klar. Was macht das hier? Richtig, Scheibenwischer. Indem ich drehe, gehen meine Scheibenwischer eben an oder auch nicht. Radio ist soweit klar. Hier gibt es dann auch noch einen Zigarettenanzünder an der Stelle mit. Und hier ist ein Warnblinklicht dahinter. Muss man halt wissen. Dann sehen wir auch nochmal, dass das Ganze hergestellt wurde. Also ich habe keine Ahnung. Schatz, entschuldige bitte. Ich weiß, du kannst Russisch, ich kann es nicht. Hier steht aber wahrscheinlich höchst hergestellt in der Sowjetunion. Und also das wird wahrscheinlich Made in bedeuten. Dann natürlich eine analoge Uhr. Also ich bin hier wieder in meinem Paradies angekommen, lackierte Flächen mit der analogen Uhr. Volga steht nochmal prominent hier hinter dem Lautsprecher und natürlich immer süß. So ein kleines süßes Handschuhfach. Also wenn man es bedienen kann. Naja, ihr könnt es euch vorstellen. Also ja, ich bin zu dumm, eine Handschuhfach aufzumachen, aber ihr habt, glaube ich, schon verstanden. Ganz interessant ist auch hier vorne, wie dann quasi so die Luft von der Heizung laufen könnte. Da sind auch hier nochmal ein paar Lautsprecher nachinstalliert worden und halt ein halbwegs modernes Radio, um irgendwie am Puls der Zeit zu sein. Neckisch auch so die Form vom Spiegel, die man hier hat. Und da auch noch eine Taste, von der ich die Funktion noch nicht... Das werde ich gleich versuchen rauszufinden. Ist auf jeden Fall toll, dieses Elfenbein mit einem roten Pfeil drauf. Dazu gibt es noch schöne Sonnenblenden, die sind nur auf einer Seite montiert und haben auch diesen 90er Jahre Couchstoff mit dabei. Und ganz wichtig für mich, ein Blaukeil. Aber ihr merkt, hier vorne gibt es jede Menge zu sehen. An sich 3 Leute hinten, 3 Leute vorne. Da kommt ein bisschen Leben mit in die Bude. Platz gibt es hier dafür seitlich genug. Auch nach oben habe ich genug Raum. Und auch in der Länge, ja, wenn man es richtig eingestellt, das passt schon. Ich muss hier ja auch ein bisschen im Geschehen involviert sein, um die Bestie bewegen zu können. Tacho geht bis 140. Das schafft er nicht ganz, aber es ist trotzdem jede Menge unter der Haube. Und allein schon nach vorne zu schauen und einen Hirsch zu sehen und sehen zu können, wie ich meine Lüftung eingestellt habe, das macht doch einfach Freude. Ausstellfenster gibt es hier noch. Und ja, Taschen in den Türen, Getränkehalter, also sowas haben wir nicht. Es gibt das Handschuhfach, für das ich zu dumm bin. Oder ich werfe es direkt mit auf die Rückbank. Aber dafür gibt es einen Halter für meine Hemden. Also ja, ist doch eigentlich alles Wichtige hier. Und jetzt könnte man denken, ja, die Tür rastet nicht ein. Aber man hört, wie die Tür einrastet. Und von daher würde ich sagen, wir schauen jetzt mal unter die Haube. Musik.
Wenn man dann also die Motorhaube einmal entriegelt hat, eine der wenigen Sachen, die es da im Fußraum zu finden gibt, hat man hier vorne ganz klassisch einmal das. So, und dann, ja, so viel Öffnungswinkel haben und brauchen wir jetzt nicht. Aber hier gibt es tatsächlich schon so ein bisschen was mit für uns zu sehen. Das heißt, ja, damals Sowjetrepubliken, man kennt den Trabant, man kennt den Wartburg, und hat man viel Zweitakter gehabt. Also klar, ich muss mein Öl beimischen und ich habe verhältnismäßig kleine Motoren mit wenig Leistung in leichten Fahrzeugen. Aber hier sind wir in der Oberklasse unterwegs. Das heißt, ja, ein Fahrzeug, das ich als Normalsterblicher in der DDR eigentlich gar nicht kaufen konnte, sondern außer ich bin Taxifahrer gewesen oder bei irgendeiner Behörde oder über irgendwelche mysteriösen Wege dran gekommen. Denn hier habe ich ja, 2 4-Liter. Vom Kubik her sogar ein bisschen mehr, man könnte es auch sagen, 2 5-Liter, 4 Zylinder in Reihe, wie wir sehen, und in dem Fall als Dreigang-Handschalter. Das heißt, es gab später auch welche mit einer normalen Haarschaltkulisse zwischen den Passagieren, in dem Fall mit der etwas beliebteren Lenkradschaltung. Angedacht ist dieses Auto immer als großer Wagen mit Automatik gewesen. Es gibt auch welche mit Automatik, nicht sonderlich viele, und von der Serie 3 keine mehr. Da gab es dann nur noch die Handschalter und man war von dieser ursprünglichen Konzeption ein bisschen weggekommen. Was natürlich für heutige Verhältnisse hier vorne unglaublich amüsant ist, wie zugänglich das Ganze ist. Das heißt, klar, man hat dieses riesen Kühlerpaket, was irgendwo hier vorne ist, aber dahinter habe ich halt den Motor. Ich habe hier mein komplettes Steuergerätemanagement, was so breit wie 3 Finger ist und gut ist. Das heißt, so eine Batterie, ja, die hat ja gar nichts mehr zu tun heutzutage, außer das Auto einmal irgendwie zum Laufen zu bekommen. Und alles hier ist besser zugänglich. Also wenn man mal was zeigen will, das geht einfach besser. Denn ich kann auch sagen, ja komm, machen wir uns doch mal ein bisschen Licht hier an und gucken mal, was es hier vorne so zu erleben gibt. Oder auch wenn man mal nach dem Öl schauen will, ja, das ziehen wir einfach nach oben ab. Immer dieses nervige Drehen und so, was andere Hersteller haben. Warum kompliziert, wenn es auch einfach geht? Das Typenschild sagt uns einmal deutlich M21, was wir hier vor uns haben. Ist ja auch schon die 3. Serie. Und das ist halt alles simpler. Sowas muss natürlich auch mindestens einmal im Jahr alles ordentlich abgeschmiert bzw. gefettet werden, damit es noch richtig funktioniert. Das ist halt heute bei der Wartung von Fahrzeugen deutlich erleichtert worden. Genauso auch wie sowas heute in 28 verschiedenen Sprachen draufstehen müsste. Aber die Bürger der sozialistischen Staaten, die können doch alle Russisch. Also können sie das auch alle lesen? Ich halt nicht. Und deswegen bräuchte ich wieder meine Frau, um hier eine Chance zu haben. Aber hey. Macht ja nichts. Was wir auf jeden Fall auch sehen, ist der Grill hier vorne. Da gab es am Anfang welche mit 11 bzw. mit 16 Streben oder halt bei den späteren Modellen, bevor ihr zählt, 37 sind es ja an der Zahl, die wir finden. Aber da wären wir wieder bei diesem Luftfahrtthema. An sich der Motor, er ist halt gemacht für sowjetische Verhältnisse. Also muss der laufen, laufen, laufen. Das bedeutet einerseits, ja, als Schwachstelle, viele sagen, er braucht mal so eine Revision alle 120.000 bis 150.000 Kilometer, was ja ganz gut klingt. Andererseits Verdichtung. Ja, heute sagt man, ja, mein Motor ist 9 zu 1, 10 zu 1, 11 zu 1 irgendwie verdichtet. 6,6. Das bedeutet, dass ich verhältnismäßig wenig Leistung bei diesem großen Motor habe. Das heißt, je nach Landesversion und Baujahr bin ich so bei 75, vielleicht auch mal 85 PS, habe ungefähr 167 Newtonmeter. Ob er die jetzt bringt oder nicht, hängt vielleicht auch wieder ein bisschen vom Sprit ab. Und ein Leergewicht von 1460 Kilo, was relativ viel ist, wenn man bedenkt, wir haben überhaupt keine Sicherheitssysteme, nicht mal Kopfstützen. Aber ja, von nichts kommt auch nichts. Wenn ich dann alles rausquetsche, ja, ist die Frage, also 110 läuft da mindestens, vielleicht auch ein bisschen mehr, um die 30 Sekunden dauert es bis auf 100, ich denke mal ein bisschen mehr sogar. Und mein Verbrauch, da sind wir wieder beim Thema Verdichtung und Landesversion. Am Anfang hat man gesagt, ja, so 13 Liter musst du auf jeden Fall rechnen, niedrige Verdichtung. Es gibt dann Exportvarianten, die höher verdichten. Die sollen dann auch eine ganze Ecke weniger verbrauchen. Es gibt auch welche, die Vergaser und alle möglichen Sachen bzw. Einspritzungen getauscht haben. Da hat man dann schon irgendwie niedrigere Verbräuche realisiert. Jetzt ist das relativ viel. Warum macht man denn sowas? Der Motor ist ursprünglich dafür konzipiert, mit 71 oktanigem Sprit zu laufen. Du kannst also dein Rasierwasser reinkippen und die Karre läuft einfach. Und heutzutage macht man, vertragt mein Auto 95er oder muss ich 98er tanken? Ach komm, ich nehme immer 102 und hier ist einfach so, 71 ist schon okay. Die Exportvarianten brauchten dann zum Teil 80 Oktan. Puh, schon ganz schön viel, dann muss ich nicht mehr mein Rasierwasser nehmen, sondern muss den Wodka nehmen, den ich dabei habe, damit die Karre anspringt. Also das sind halt einfach andere Verhältnisse. Was man da auch sieht, um die Technik abzuschließen, die Höhe vom Fahrwerk. Jetzt sagen wir alle, das ist doch hoch wie ein Bus. Richtig, er hat bewusst, mal heutzutage würde man sagen, schlecht Wegefahrwerk.
Aber warum hat man so viel Bodenfreiheit? Das sind über 20 Zentimeter. Einfach damit ich, egal in welcher Sowjetrepublik, ob ich jetzt im tiefsten Sibirien bin oder durch die Prager Straßen fahre oder wo ich auch immer unterwegs bin, ich da durchkomme. Und da bedeutet es halt auch mal, nicht direkt bei jedem Steinchen aufzusetzen, an jeder Tankstelle irgendwelchen Sprit reinkippen zu können. Und das sind so ja, die Herausforderungen, die man da hat. Und deswegen würde ich sagen, wir springen jetzt hier einfach mal ja, Richtung Fahren. Machen da das Ganze einmal zu. Klappe zu, Affe tot, wir fahren. Tim sagt, ich laufe in die Richtung, dann geht ihr in die. Jetzt sind wir wieder zu einer kleinen Zeitreise angetreten, denn alles hier funktioniert so ein kleines bisschen anders. Erstmal Schalten am Lenkrad, aber auch diese Bedienkräfte. Wie eben gesagt, ein großes Lenkrad ist gut, denn ein großes Lenkrad hilft mir irgendwie zu manövrieren, aber auch einfach die Kraft, die ich brauche, um mir so ein bisschen Gas zu geben. Das alles, das ist man heute nicht mehr gewohnt. Aber was ganz schön ist, wie verhältnismäßig laufruhig dieser große Motor ist. Und wenn man dann so ganz entspannt hier dahin rollt, dann geht das wirklich ganz gut. Wenn man sich dann einmal daran gewöhnt hat, dass halt diese Wege von der Schaltung für die heutigen Verhältnisse unglaublich lang sind, geht es eigentlich ganz gut. Und dann sitzt man hier entspannt, schaut seinem Hirsch zu, wie er dem Horizont entgegenstrebt. Und auch die Übersicht finde ich gut, weil dadurch, dass ich diese ja, Finnen auf meinen Kotflügeln habe, sehe ich genau, wo das Auto aufhört. Und auch wenn ich mal nach hinten schaue, das geht echt gut. Also für ein 4,80 Meter Auto, das ist heute deutlich unübersichtlicher. Und das, obwohl ich ja eigentlich ja, so kleine Fensterflächen habe. Aber der Vorteil ist halt, meine A-Säule ist ziemlich dünn. Fenster brauche ich natürlich offen, um auch einfach irgendwie ein bisschen ja, frische Luft zu bekommen. Und dann sieht man halt auch immer schön diesen Tacho. Und ich mag halt dieses Halbtransparente. Und das Auto fühlt sich groß und mächtig an. Klar, das liegt an der Figur vorne. Das liegt an der Gesamterscheinung und man sitzt auch verhältnismäßig hoch. Dadurch, dass ich dieses hohe Fahrwerk habe, um die schlechten Straßen irgendwie zu vertragen. Die Straße ist schon eng, aber sie fühlt sich für mich halt noch ein bisschen enger an. Und dann rollt man einfach so mit seinen 30, 40 dahin. Und dann ist das alles ganz ruhig, vor allem innerorts. Man muss auch bedenken, man muss langsam fahren, damit die Leute auch Zeit haben, einen anzuschauen. Denn jeder schaut dich mit diesem Fahrzeug an. Ich glaube, daneben könnte irgendwie ein aktueller Ferrari kommen. Das würde die Leute nicht interessieren. Die Leute haben auch Respekt und machen einem so ein bisschen Platz. So, und wenn wir jetzt hier mal versuchen zu wenden, dann schauen wir doch mal, wie das ist. Das heißt, versucht hier so ein bisschen Schwung zu holen. Oh, so. Oder noch. Ja, und dann hier im Hof da rein. Ja, das wollen wir hier okay, versuchen. Okay, okay. So, ist man also. Am ersten gibt ein bisschen mehr Gas. Und dann geht das schon ganz gut. Die Hauptherausforderung ist halt immer, wenn man jetzt zum Beispiel zurücklegt. Oh, mal zu langsam. Geht. Das geht. Ich versuche einfach okay. Mal den Rückwärtsgang. So, das war das. Jawohl. Und dann, ihr merkt, ich kriege ja ein bisschen Coaching quasi, wie man mit dem Gas 21 fährt. Aber ich muss sagen, die Schaltung ist, wenn man einmal so ein bisschen den Bogen raus hat, einfacher als gedacht. Also wenn man es zum Beispiel mit dem Point vergleichen, den wir gefahren sind mit der Lenkradschaltung, das ist deutlich komplizierter. Also das geht hier schon. Ich habe halt für wirklich alles an diesem Fahrzeug, sagen wir mal, männliche Bedienkräfte. Das heißt immer, egal ob es jetzt Schalten, Lenken, Bremsen ist, brauche ich ein bisschen mehr. Auch beim Bremsen, ich tippe das erste Mal, dann passiert nichts. Und ich muss erst so ein bisschen Druck aufbauen beim zweiten Mal. Dann macht das Auto auch das, was ich möchte. Und das ist schon, es fühlt sich alt an, so wie man es auch möchte in diesem Moment. Wenn das jetzt so ein Auto wäre, wo alles ja, sich super modern anfühlt und super einfach mir abgenommen wurde, dann wäre das auch, ja, ich sag mal, irgendwo unglaubwürdig sozusagen. Und hier kriege ich halt einfach diese Nostalgie irgendwo vermittelt und das Highlight ist halt einfach dadurch. Das heißt, ich habe eine gute Übersichtlichkeit, das Auto ist auch verhältnismäßig bequem. Man merkt halt aber auch schon bei so einem niedrigen Tempo, ich kriege sehr viele Wankbewegungen rein. Ich bin dem Auto also überhaupt nicht böse, dass es irgendwie ja, nur seine 100 fährt oder ein bisschen darüber. Das will ich nämlich mit dem Auto gar nicht ausprobieren. Selbst wenn ich so mit 40, 50 fahre und ich habe eine Kurve vor mir, denke ich, das reicht doch völlig.
Und dieses Genießen, das entschleunigt super. Deswegen kann ich es auch verstehen, dass man so ein Auto gerne für Hochzeitsfahrten zum Beispiel nimmt. Denn hier geht es nicht um die Geschwindigkeit, hier geht es einfach um das Erlebnis irgendwo. Und es zeigt nicht nur diese Zeitreise in die Vergangenheit, sondern auch ja, in Staaten, die es heutzutage nicht mehr gibt. Denn da haben wir auch wieder dieses Thema, dass ich halt einfach auf Straßenbedingungen irgendwo ja, zurückgreifen musste, die man heute nicht mehr kennt. Deswegen habe ich dieses Fahrwerk, was für schlechtere Gegebenheiten ausgelegt ist. Und das ist alles ein bisschen eigentümlich im Verhältnis zu dem, was man heute mitkriegt. So. Jede Kurve ist so ein kleines Abenteuer. Aber man weiß, auch wenn jetzt jemand hinter uns ist, den wir ein bisschen aufhalten, der ist uns jetzt nicht sonderlich böse drum, weil er halt auch heute nach Hause kommen würde und sagen, ich habe ein Auto gesehen, das kannte ich noch nicht. Auf dem Kennzeichen stand zum Glück Volga. Ich glaube, das ist ein Volga. Oder ein oder andere wird vielleicht noch ja, die 5 kyrillischen Buchstaben entziffern können und wird sich denken, dass das wirklich ja, ein Volga ist. Und wir gucken jetzt nochmal, auch um den Guten durchzulassen, wie die Bremse denn so funktioniert. Das heißt, das geht an sich ganz gut. Nur eine wirkliche Vollbremsung damit will ich nicht machen müssen. Sondern Mensch, oh, der Metalldruck, das ist ganz toll. Und ich würde sagen, wir gucken jetzt mal, was das Auto auch so im Fazit bei uns bekommt. Mal für euch, so, erster Gang Richtung Fazit. Da kommt niemand. Und dann sehen wir uns dort wieder. Manchmal muss man das Leben halt bei den Hörnern packen und das auch ohne Dodge Ram zu fahren. Dann, das hier ist schon ein bisschen eine andere Welt. Einerseits die Zeit, aber auch was politisch alles so passiert ist, wie die Welt sich verändert hat. Das hier ist ein wunderschönes Beispiel dafür, dass man sich Luft auf so eine einfache Art und Weise holen kann. Dass man eine heutige Fahrzeuggröße mit so geschwungenen Formen, hier würde sich heute wieder jemand über, ja, das sind doch gar keine Lufteinlässe, was ist denn da? Diese ganzen Luft- und Raumfahrteinflüsse, die man damals gehabt hat, alles war so ein bisschen anders. Das ist zum Beispiel auch anders, dass wenn ich heute ein Auto haben möchte, ich gehe zum Autohaus oder ich gehe einfach nur ins Internet, bestell das, krieg das und bin irgendwie fertig. Und wenn ich damals in der DDR gelebt habe und ich wollte unbedingt so einen haben, dann waren meine Karten schlecht, außer ich war bei irgendeiner Behörde oder Taxifahrer. Und das ist doch schön, wie sich die Welt irgendwie so ein bisschen gewandelt hat. Und heutzutage, wenn ich einen haben will, geht das tatsächlich auch. Und selbst wenn man ganz unbedarft mal bei mobile Autos, Gott, worum man reingeht, findet man ein paar Fahrzeuge. Und dann merkt man, oh, Kopfschmerzen, die Preise gehen auseinander. Das sind Leute, die haben für 5.000 Euro ein Auto, dann haben welche für 8.000, 9.000, was da steht, Fahrbereit daneben. Aber dann gibt es wieder welche, die für 25, 30, zum Teil für 45.000 angeboten werden. Dann denkst du dir so, sind die jetzt wirklich alle so unterschiedlich? Sind die so gut? Man muss sich also so ein bisschen, sagen wir mal, reinfuchsen in das Thema. Ich gebe mir jetzt für die Anschaffung 7 Punkte, denn ich werde am Ende jede Menge Geld ausgeben für ein Auto, das es rein technisch vielleicht gar nicht mehr unbedingt wert ist. Aber der ideelle Wert ist sehr hoch und ich kann hier in ja, die Oldtimer-Szene sozusagen einsteigen für einen überschaubaren Betrag. Beim Thema Unterhalt gibt es 5. Denn ich werde nicht wirklich viele Kilometer fahren. Wenn ich viele Kilometer fahre, dann wird das früher oder später eine teure Nummer. Die Ersatzteile, ja, da kommt man hier und da ran. Natürlich, wenn man irgendwie Kontakte hat oder fließend Russisch spricht, ist man da deutlich im Vorteil. Beim Thema Platzangebot gibt es auch 7 Punkte. Klar, es hat mit Sicherheit nichts zu tun, aber die Raumausnutzung ist für heutige Verhältnisse nicht ideal. Aber hier hinten sitze ich ganz gut, hier sitze ich ganz gut. Seiten halt sowas, ach, völlig egal. Und der Kofferraum ist eigentlich auch in Ordnung, hat noch nicht mal so viel Ladekantenhöhe. Also das geht durchaus. Beim Komfort gibt es dann 5. Für die heutigen Verhältnisse ist es natürlich viel, viel zu laut. Aber einfach dieses weiche Sitzen, man kommt runter in dem Auto. Und das finde ich ganz entscheidend. Beim Wiederverkauf zu guter Letzt, da gibt es jetzt 6 Punkte. Es wird halt nicht so viele geben, die morgens aufstehen und denken, ja, heute ist der Tag, an dem ich losziehe, um mir einen Gas M21 zu kaufen. Das ist nicht so wirklich der Moment. Und ich muss jetzt leider Gottes ausnahmsweise, Tim, auf meinen Zettel schauen. Richtig, 30 kommt dann nämlich raus an Punkten. Und dann kommen wir mal zum Thema Design. Und da gebe ich ihm das ganze 8 Punkte. Sorry, dass ich da ein bisschen spicken musste. Was ich ganz interessant finde, dass man hier schon so ein Element hatte, was es später ganz oft bei Autos gab, dass man halt das Rad nicht rund ausschneidet. Ich finde diese Form ganz gut. Und auch so, wenn man stilistisch sieht, es gibt so viele Autos aus den 50ern, 60ern, die einen ähnlichen Look haben, ohne dass es Kopien waren. Dinge, die zeitgleich entstanden sind in verschiedenen Welten. Das finde ich gut und sollte man noch irgendwo sich drüber freuen. Beim Thema Fahrspaß gibt es dann nur 3. Das ist Arbeit, kein Spaß. Nicht verwechseln, das sind 2 verschiedene Dinge. Bei der Ausstattung gibt es 2. Ich habe sowas wie diese kleinen Fenster und da vorne nochmal Luft. Und ich habe verschiedene Sachen, wo ich drücken kann. Für Fernlicht, für Scheibenwaschschüsse, dass ich überhaupt welche habe. Das allein ist doch schon mal Punkte wert.
beim Klang gibt es 6 Punkte. Ja, an sich, das ist so ein Motorsound, der weckt jetzt nicht die sportlichen Emotionen oder so. Aber der Leerlauf ist verhältnismäßig ruhig. Manchmal denkt man, Moment, habe ich ihn jetzt abgewürgt? Ist der aus? Aber er läuft dann in Wirklichkeit noch. Und dann der letzte Punkt, das Image. Und da gibt es den unbekannten Bonus, nämlich ganze 8 Punkte. Denn die meisten haben so ein Auto noch nie gesehen, werden es auch nicht erkennen. Der hat halt den Riesenvorteil, dass das Kennzeichen ihn irgendwo entlarvt. Aber wenn man hinterherfährt und hier einen Metallhirsch sieht, denkt man sich, das macht irgendwo keinen Sinn. Und jeder guckt dieses Auto an und jeder freut sich. Und das ist etwas, das wenige Autos auslösen. Liegt vielleicht an dieser schönen mintfarbenen Farbe. Ja, macht auf jeden Fall nochmal 27 und plus die 30 muss ich zum Glück nicht mehr schauen. Da sind wir bei 57 Punkte für den 63er GAZ M21 Volga. Ja, wie findet ihr den Vergleich zu anderen Fahrzeugen aus der Zeit und mit diesen tollen Features wie eine Liegeposition im Auto? Das sind nochmal Sachen, die man sich heutzutage wünscht. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge. Euch bis dahin nochmal gute Fahrt und ciao.